Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr seht, ein Haufen dreckiger Autos. Ich war letzte Woche unterwegs. Wir waren beim Weitsprungwettbewerb im Bayerwald. Wir waren am Drachensee in der Nähe vom Weitsprungwettbewerb. Haben ein paar Boote ausprobiert. Ich habe ein paar Ausschnitte für euch gefilmt. Die könnt ihr euch jetzt anschauen. Und in der Zeit mache ich die Autos sauber. Aber vorher zeige ich euch noch eben, was wir dabei hatten. Wir hatten Antons Erevo. Der hat einen kleinen Schaden. Und zwar ist hinten die Antriebswelle raus. Die kann man aber wieder reindrücken. Der Maxlash ist nicht kaputt, aber er steht schief, wie ihr seht. Ich zeige euch mal, warum. Das passiert mir bei dem Maxlash öfter, wenn er mal einen blöden Überschlag macht. Oh Gott, guck mal, wie das aussieht. Okay, und zwar diese Halterung, die klipst immer raus, da ist ein kleiner Clips drin. Ist aber nicht weiter schlimm, eine Schraube rausdrehen, wieder reindrücken und dann sitzt er wieder fest. So wie hier muss es aussehen, da ist diese kleine, der kleine Clip hinter dem Dämpferturm. Oh, um Gottes Willen. Ich bin mal gespannt, wie der bei so einem Auto funktioniert. Dann haben wir noch den Max Rustler. Der hat 38,8 Meter geschafft. Sechster Platz. Bin ganz happy. Der sieht nicht ganz so schlimm aus. Da sieht man mal, was die Karosserie für einen Unterschied macht. Die Reifen sind unter der Karosserie. Der ganze Dreck bleibt im Auto. Der Max Rustler sieht natürlich besser aus. Immer noch nicht gut, aber die Karosserie halt, ne? Man sieht halt, der meiste Dreck fliegt am Auto vorbei. So, ich mach mal sauber. So, da sind wir. Wir sind beim Daniel. Daniel, kann man schon auf sein? Nein. Ah. Die kann man aushalten. Der Daniel, wir sind ja gleich, gehen wir ja zum Weitsprungwettbewerb, richtig, Daniel? Genau. So, du musst mal die Möpse zuhalten. Das muss ich ja verpixeln. Stell dich doch mal da hin. Der Daniel arbeitet jetzt seit 2 Wochen an einem Geheimprojekt für den Weitsprungwettbewerb. Und was hat er gestern gemacht? Den Sieg gefeiert. Er hat sich abgeschossen. Guck mal, wie der aussieht. Daniel, was steht heute an? Bisschen löten oder was? Mhm. Also. Anton und ich sind beim Weitsprungwettbewerb. Da ist die Rampe. Wo ist sie? Da hinten ist sie. Und die ersten sind schon gesprungen. Erster Sprung 20 Meter. Ziel sind 50. Jawohl, perfekt, genau. Anton, du traust dich gleich mit deinem Erevo? Ja. Ah, wir sind gespannt. Ich zeige euch ein paar Ausschnitte. Viele Bekannte sind da. Der Markus. Markus sagt Servus. Grüßt. So, hallo. Womit springst du heute? Ich habe einen Max Slash dabei, einen Slash und einen Rustler. Ah, schauen wir mal. Was denkst du? Ah, Mittelfeld bin ich auf jeden Fall. Mittelfeld. Ja. Wir haben coole Preise dabei und mal gucken, ob wir mit leeren Händen nach Hause gehen. Oder nicht. Die Rampe müssen wir halt treffen. Das ist wichtig. Die Rampe müssen wir treffen. Es ist rutschig, es ist nass. Es ist Kackwetter, ja. Wobei jetzt gerade, naja, trocken, ja. Ist gerade mal trocken, aber schauen wir mal. Ja. Markus, viel Spaß. Danke, ebenfalls. Verteidigung. Gut gerettet, auf allen 4 gelandet. Jetzt okay.
So, ich habe den Superstar gefunden. Hey. Ja, da. Gefunden. Guck, Servus, wir sind dran. Danke, sind für dran. Die, danke für die Einladung. Ja, falls du nichts im ersten Glück deine Spenden. Bist du auch schon gesprungen? Na, ja, nein, nur nicht. Hol doch mal ein Auto. Die Leute wollen was sehen. Bist du schon gesprungen? Ich warte, bis die Strecke trocken ist. Oh, was, Achtung! Ein Mini-Slash. Jawohl! 5 Meter hat er. 5 Meter. Also Andi, viel Spaß heute. Ja, dir, ja. Danke. Also Achtung wieder. 3. Alter. Oh, das ist best. Schneller, schneller, schneller! Und Gas! Ja! Das waren ein paar Ausschnitte vom Weitsprungwettbewerb. Ich habe die Autos jetzt schon mal eingesprüht. Jetzt könnt ihr euch nachher anschauen, wie wir so ein bisschen Boot gefahren sind. So, Weitsprungwettbewerb ist vorbei. Heute machen wir noch ein Video am Drachensee. Ich bin heute nur Zuschauer. Wir haben ein paar Boote dabei. Wir haben das Pro-Boot dabei. Und da gucken wir uns jetzt mal an, was so geht. Da ist die Crew. Da sind die Profis. Da ist der Kameramann Robert, der Kommentator Mirko. So, jetzt zeig mal irgendwas. Andi, komm. Zeig mal, was hast du da? Geil. Und los. Oh, André. Oh, André, er tut dein Schuhen rein. Er tut dein Schuhen rein. Und ist der Schutz ab? So, ihr habt es gesehen, das war mein Trip im Bayerwald. Weitsprungwettbewerb auf jeden Fall total cool. Und das Bootgefahre, da gibt es demnächst ein Video bei den RC-Freunden Bayerwald. Unboxing, paar Details und echt coole Aufnahmen mit Drohne und so weiter. Sehr zu empfehlen. Schaut rein. Autos sind sauber. Der Elevo glänzt wieder. Der Maxlash auch wieder ansehnlich, alles in Ordnung. Und selbst der Maxlash Dreckspatz sieht wieder sehr passabel aus. Also das Zeug funktioniert, ist echt gut. Der Hof sieht allerdings so aus. Schon Ärger gekriegt, muss gleich noch hochfegen. Also, angenehme Restwoche. Am Freitag gibt es das Max Rustler Video mit Ausschnitten aus dem Weitsprungwettbewerb und Umbau. Bis dahin eine gute Zeit und Peace.